clearance is affirmed. Charlie Oscar. Na komm, altes Mädchen. Wir beide werden das so schaffen, was? Schon ganz prima aus. Und jetzt wieder rein damit. Ich habe ihn gerade rausgekriegt. Zum Reparieren. Ja, aber Herr Palm hat schon wieder angerufen. Herr Palm. Ich habe ihm gesagt, du bist unterwegs. Paco hat eben vom Flughafen angerufen. Er ist gelandet. Er hat die Pumpe dabei. Ja, und jetzt? Und jetzt und jetzt? Willst du hier etwa weitermachen? Also Günther, entschuldige bitte mal. Es war abgemacht, dass ich als kaufmännischer Leiter der Firma fungiere und du als technischer Direktor. Technischer Direktor. Da liegt dein Werk, du Kaufmann. Fährt 100 Kilometer zu einer Samba-Party. Ohne Kühlwasser. Wieso ohne Kühlwasser? War da noch genug drin? Ja, eine ganze Tasse voll. Du wusstest doch, dass der Kühler undicht ist. Günther, das war eine wichtige Dienstfahrt. Ja, du wolltest auf die Fete, sonst nichts. Ja, natürlich. Alle wichtigen Unternehmer der Region waren auf dem Fest. Akquisition nennt man das in der Betriebswirtschaft. Frauen aufreißen, nennen wir das im Transportwesen. Entschuldigen Sie, meine Herren. Mein Name ist Palm. Ich komme wegen der Pumpe. Ah, Herr Ingenieur. Siegfried von Hofmeister, wir haben zusammen telefoniert. Nett, dass Sie selber mal vorbeischauen. Ja, das übrigens ist Herr Villers, Ihr Fahrer. Ich denke, der ist unterwegs. Gestern Abend sollte die Pumpe per Luftfracht kommen. Ist ja auch da, Herr Palm, ist ja auch da. Nur die Zollformalitäten, Sie verstehen. Herr von Hofmeister, ich mache Sie darauf aufmerksam, dass wir wegen des Wassereintritts die Ausschachtungsarbeiten nicht fortsetzen können. Ich habe mich da auf Sie verlassen. Jede Stunde kostet uns Geld, viel Geld. Und dafür stehen Sie mir gerade, Herr von Hofmeister, falls es zum Prozess kommt. Ja, was steht denn da noch rum? Herr Villers hat gerade den Kühlwagen hergerichtet. Transport- und witterungsfest, Sie verstehen. Alles Service, Herr Palm, alles Service. Überhaupt kann ich Ihnen im Rahmen unserer Werbewochen Frachtraten anbieten, von denen Sie nur träumen können. Vielleicht wollen Sie schon mal vorgehen in die Officina. Ich komme gleich. Achtung. Günther, du musst den Kühlwagen nehmen. Natürlich. Ich bin ja nur der Fahrer. Günther, bitte. Mensch, das dauert Stunden, bis diese Vakuumpumpe durch den Zoll ist. Bis dahin habe ich die Karre hier fertig. Wieso denn Zoll? Die kommt doch aus Argentinien, oder was? Ja. Nein. Naja, mehr oder weniger. Vino, wat nu? Du willst du nicht etwa das Ding hier reinschmuggeln? Also am besten, du holst dich selber ab. Das würde ich lieben gerne tun, nur ich darf nicht. Was soll das denn, Olivia? Ja, du bist der Empfänger. Wie bitte? Na, schließlich bist du der Chef von dem Ganzen hier. Schließlich? Pass mal auf, ich lasse den ganzen Auftrag sausen. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Der Ingenieur ist ein Goldfisch und den habe ich an der Angel. Herr von Hausmeister, ich habe meine Zeit nicht gestohlen. Ich muss jetzt da rein. Ja, ja. Der Kühler ist eingebaut, wenn ich wieder zurück bin, ne? Carlos! Du musst ihn auch noch in Schutz nehmen. Akquisitionsgespräch, so ein Quatsch. Was hat er denn akquiriert bisher? Die Firma ist gerade mal 6 Monate alt. Du musst ihn ein bisschen Zeit lassen. Wenn ich dem Samba-Tänzer noch mehr Zeit lasse, dann wird die Firma auch nicht viel älter. Jetzt übertreibst du, Günther. Ist doch wahr. Guck den Laden doch an. 1,5 Lastwagen und kaufmännischer Leiter, den man keine Minute allein lassen kann. Meine Fresse. Da kann man nur hoffen, dass ein zweiter Krankenwagen hinterher fährt. Der würde bestimmt alles dran setzen, den ersten Krankenwagen zu überholen. Ja, ich kenne auch meine Landsleute. Weißt du eigentlich, was der Sigi da wieder getrickst hat? Mit dem Palm? Er sagt, die Pumpe ist als Inlandsfracht deklariert. Und da könnte überhaupt nichts passieren.
La caja me la tengo que llevar a mí. No, señor. Sí, por favor. Momento, señor. Escúcheme. Los papeles primero. No, voló 3.000 kilómetros para traerla para acá. La necesita, no quiere. No, no puede llevarse la caja. No, señor. Sus papeles. No, no, no. La caja es mía. Me la tengo. Cierto, señores. Cierto, señor. La caja se tiene que quedar. ¡Sí! Menschenskinder. Hoffentlich liegt da keiner drin. ¿Qué pasó? ¿Podemos ayudar algo? Es una tragedia. En el vehículo se encuentran unidades de sangre para salvar a 200 heridos San Pedro. Seguro que ha escuchado de las gracias en la mina. Nicht so schnell. Was ist los? 200 Verletzte, Blutkonserven. Außer dem Fahrer sehe ich hier niemanden. Die Blutkonserven müssen dringend nach San Pedro, wo das Minenunglück war. Haben wir doch im Radio gehört. Mehr als 200 Verletzte. Oh. Vamos de prisa. Póngalo todo aquí dentro. Tenemos suerte. Es un camión frigorífico. Hör zu, der Wagen ist requiriert und der Polizist meint, du könntest ihn doch fahren. Natürlich fahre ich ihn, aber wer holt jetzt die Pumpe ab? Er sagt, darum kümmert sich die Polizei. Ich fahre da natürlich mit. Und hör zu, das Blut muss zwischen 2 und 8 Grad gehalten werden, sonst geht's kaputt. Alles klar, und wie komme ich zum Unglücksort? In 40 Kilometern wartet die Polizei, die eskortieren dich nach San Pedro. Okay, na, also mach's mal gut. Was wollen Sie denn hier? Tengo que acompañarle, soy médico. Ach so, klar, ja. Ich muss mal eben in der Firma Bescheid sagen. Una noticia para mi socio, ¿entiende? Sí, sí, usted habla muy bien español. Ja, es geht. Un poco, sí. Sigi, hallo, Sigi, kommen. Sigi, verdammt doch mal. Wenn wir schon so ein Ding haben, musst du auch Stahlbarre schieben. Sigi, geh mal ran. No contestan. Ja, Günther, da bin ich. Was ist? Hör mal, du musst mit einem Ohr an dem Ding hängen, sonst ist das für die Katz. Jetzt hör zu, ich musste mit dem Kühlwagen einspringen, um Blutkonserven zu transportieren. Ein großes Minenunglück in San Pedro. Aber für die Pumpe wird bestens gesorgt. Carlos erklärt dann alles, klar? Ende und over. Así es la vida. Supongo que sí. Pero yo no entiendo ni una palabra. Natürlich verstehen Sie da nichts. No hablo un poco alemán. Nada. Mi nombre es Villas. Günther Villas. Und Sie, usted? De Álvarez, Gabriela. Encantado. Encantado. Oiga, ¿no podríamos ir un poco más rápido? ¿Más rápido? Nein, mit dem Typ hier geht das nicht schneller. Hat seine 30 Tonnen. Tiene 30 Toneladas. Ja, Gott wissen. Oiga, pero qué hace? Está de derecho. Es mucho más largo. Cada hora que pasa es
muy importante. No voy a permitir que... ¡Cállate! Por favor. Sigi, Sigi, bitte komm, aber schnell. Ober. Na bitte. Jetzt? Ich verstehe das nicht. Sigi, melde dich. Geh ran, verflucht nochmal. Wir müssen die Strecke hier verlassen und durch die Berge. Da können wir uns nicht mehr erreichen. So, Mädel, jetzt hör mir mal gut zu. Du greifst mir nicht ins Steuer. Ich greife dir auch nicht in deine Arbeit. Unsere Kühlanlage ist kaputt. Die Kühllage. Verdammt, es da rotto, entiende? The air condition. Sí, pero la escolta policial nos espera en esa dirección y no a través de las montañas. Wir müssen in die Montañas. Wir müssen Schnee oder Gletscher finden. Necesitamos nieve o Gletscher eben. Para sangre fría. Comprende? Einzige Chance. Hier unten fängt das Blutbad an zu kochen. Also, vamos. Yo tiene el camión. Pero el letrero decía que... Sí, ich weiß, ich weiß. Hora de esperar. Se lo advirtió el policía. Luego el letrero. ¿Se acabó? Es culpa suya. Durch. Ja, pasamos. Ahora estás muy orgulloso de ti mismo, ¿eh? Doch. Ein bisschen stolz bin ich schon auf mich. Qué mucho. No, señor, la caja se va para afuera. Mire, señor policía, ya le dije, la caja se queda, señor. La caja se va. La ley es la ley, señor. ¿Qué ley? ¿Qué ley, señor? Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible eso usted? ¿Qué se habrá creído? Oiga, pero es imposible. Imposible, señor. Esto también. Pero, permiso, señor. Pero ¿cómo? ¿Qué está haciendo usted? Oiga. Tome, señor. Permiso. Oiga, pero... Gracias. Que vaya bien. Tja, Herr Palm. Sind das nun Angebote oder nicht? Naja, ich weiß nicht so recht. Sagen Sie mal, bei diesen Frachtraten, die Sie da haben, kann man denn da überhaupt noch was verdienen? Naja, also bei jedem kann ich das natürlich nicht machen, aber
Sie, Herr Palm, hatten durch ein paar unglückliche Umstände sozusagen, ein paar Schwierigkeiten. Und außerdem unter Landsleuten. Entschuldigung, ich bin Chilene, in der dritten Generation. Ah, verstehe. Alte Pionierfamilie. Nein, mein Großvater war Opernsänger. Ist hier hängen geblieben. Tja, wie das Leben eben manchmal so spielt, nicht? Tja. Sagen Sie mal, Herr von Hofmeister, wo bleibt denn nun meine Pumpe? Ah, ich glaube, ich höre gerade das Geräusch unseres Spezialtransporters. Mhm. Das wurde doch langsam Zeit. Da ist ja meine Pumpe. Die Polizei! Ah. Senior Hofmeister? Nein, ich meine ja schon, aber die Kiste da ist nicht für mich, sondern für Herrn Villers. Martiani Hins Hemd hat sie für uns durch den Zoll gebracht. Sehr lobenswert. Wie Sie sehen können, haben wir auch ganz ausgezeichnete Beziehungen zu den örtlichen Behörden. Ja, und wo ist Villers? Keine Ahnung. Como funciona? Para hablar, para escuchar. Hola. Nos encontramos a 1800 metros de altura. Dass wir kein Glück mehr haben. Die Berge. Las montañas. Está cerrado. Aquí no funciona. Funciona. Lástima. Ach du Scheiße. Dem Flugzeug? Das ist doch Wahnsinn. Na, ich lasse Sie doch nicht hängen, Herr Palm. Kostet Sie auch keinen Pfennig extra. Wenn Herr Villers die Pumpe nicht fahren kann, dann wird sie halt geflogen. Aber Sie werden doch noch andere Lastwagen haben. Ja, natürlich. Aber wie heißt es doch so schön? Ohne Bewegung keine Verpflegung. Hast du gehört, was Sigi dem Mann für Frachtraten versprochen hat? Der spinnt doch total. Da zahlen wir drauf. Ach, Villers wird das schon regeln. Das ist doch sowieso alles Wahnsinn, dieses ganze großspurige Getue. Aber selbstverständlich, Senior Palm. Dann transportieren wir die Pumpe mit dem Flugzeug. Ach, scheiße. Und wenn es an der Baustelle nun gar keinen Landeplatz gibt? Na, dann machen wir einen Fallschirm an das Ding und werfen die Pumpe ab. Gar kein Problem. Has hecho. Míralo bien. Ahora sí que no saldremos nunca de aquí. ¿Por qué te habré hecho caso? ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Otra tontería? Ya no importa. Da lo mismo si no salimos de aquí nunca. Wir werden es schon schaffen. Irgendwie. Sí, señor, de nuevo por aquí. Esto te corresponde, señor. Es suyo. Pero ¿cómo? Jefe, nos hemos encontrado a Miller. ¡Pac! ¡Pac! Miller no aparece por ningún lado.
Na los! Los! Nun macht's schon! Was? Williams ist verschollen! Was? Sie sind nie bei der Polizeieskorte angekommen. Da würde ich mir überhaupt keine Gedanken machen. Aber ich mach mir welche. Wir müssen sofort die Strecke abfliegen. Vielleicht finden wir ihn. Ja, Mensch, und Palm? Ah! Wo bringt das her? Wir haben sowieso zu wenig Sprit. Was soll der ganze Zauber eigentlich? Gersesaki! Oh! Was war das denn? Que fue eso? Salitre, Azufre, Polvo de Carbón, Pólvora Negra. Schießpulver? Bastelt ihr einfach Schießpulver? Mitten in der Pampa. Dr. Alvarez, Sie gefallen mir immer besser. Wenn du dich jetzt sehen könntest, bist auch ganz schön stolz. Ahora ist das muy orgulloso. Geringste Spur. Ich verstehe das nicht. Der muss doch hier irgendwo sein. Was machst du denn jetzt? Wir werden übers Gebirge fliegen. Eine andere Möglichkeit bleibt uns nicht. Wie bitte? Gebirge? Wir müssen zur Baustelle. Später, Senior Ingenieur. Später, nicht jetzt. Wenn man mich vielleicht hier irgendwo rauslassen könnte. Da unten auf dieser landebahnähnlichen Straße. Ich werde mich dann noch gerne selbst um den Weitertransport meiner Pumpe kümmern, ne? Kommt überhaupt nicht in Frage, Herr Palm. Ich werde mich an unseren Vertrag halten. Da können Sie sicher sein. Du sprichst ja Deutsch. Unsere Reisegruppe ist noch nicht vollzählig. Doch, Gabriele, diese Reisegruppe ist vollzählig.
Piles, ¿qué pasa? Wir sind oben. Kein Schnee, kein Gletscher. Ich werde wahnsinnig. ¿Pero qué dices? Nur ein Nieve. Grad. Weiter runter darf ich nicht fahren. Ich darf nicht tiefer kommen. Ay, hablan español, no te entiendo, por favor. Tengo que reparar el Kühlaggregata, Scheißding. Ich weiß, ich weiß. Alles meine Schuld. Aber ich musste es doch wenigstens versuchen. Hat keinen Zweck. Ich blick da nicht durch. Wir müssen die Nacht hier abwarten. Dann ist im Tal kälter. Gabriela. Esperamos la noche aquí, por la temperatura. Es demasiado tarde, mucha gente morirá. Ich weiß. Hola. Hola. ¿Nos escucha alguien? Ayúdenos, por favor. Mayday, Mayday. ¿Hola? Hola, Mayday, Mayday. Mann, bei dem Studi kann man sich ja nicht konzentrieren. Sag mal, wie spät ist denn jetzt daheim? Zeit für die Bundesliga. Heute ziehen Sie deinen Bayern des Seppelhosen aus. Quatsch doch nicht gegen die Stuttgarter. Und ich sagte, denen ist was passiert. Villas, hörst du mich? Nee, der kann dich gar nicht hören mit seinem Säbelspielzeug. Schau dir mal die Berge an. Deutsche? Die haben Schwierigkeiten. Komm. Hier, ESO-Sternwarte La Silla. Wir haben Ihre Suchmeldung gehört. Wer sind Sie? Kommen. Hier, Papa Alpha Charlie Oscar. Hallo, kann man bei Ihnen landen? Wir überfliegen in 2500 Meter Höhe die Ausläufer der Cordillera Domeico. Sind auf der Suche nach einem vermissten LKW mit Blutkonserven für die Katastrophenopfer in San Pedro. Kommen. Verstanden. Bitte geben Sie uns nochmal den Namen Ihres Kollegen. Kommen. Willers. Günther Willers. Die haben bestimmt eine Landebahn. Herr Palm, bitte. Hier geht es um Menschenleben. Ja, eben. Kommen. Verstanden. Günther Willers. Wir versuchen es von hier aus. Vielleicht haben wir mehr Glück. Unsere Anlage ist immerhin fast so groß wie Ihr Flugzeug. Bitte bleiben Sie auf Empfang. Over. Ja, ja, ich höre Sie. Können Sie uns helfen? Wer sind Sie? Sternwarte La Silla. Bitte bleiben Sie einige Minuten auf Sendung. Wir können Sie dann anpeilen und Ihren Standort feststellen. Vielleicht erzählen Sie schon mal, was los ist. Also, das Hauptproblem ist die Kühlanlage. Die muss ausgewechselt werden. Hm. Welches Modell? Moment. Kelvin C-33. Okay, ich gebe das an Ihre Kollegen im Flugzeug weiter. Over. Okay, La Silla. Das Ersatzteil wird in Calama bereitgehalten. Es ist nicht mehr weit, wir sind fast da. Ich melde mich dann wieder. Aber ohne mich. Ich steige in Calama aus. Mit meiner Pumpe. Ja, sehen Sie, Herr Palm. Die Herren vom Zoll, die meinten, dass... Die Pumpe ist geschmuggelt. Aus Argentinien. Das ist ja unglaublich. Ja, Herr Palm, Sie hatten es doch so eilig.
Hey, wir schaffen es. Tenemos Werte. Komm, lächle doch wieder. Du siehst so hübsch aus, wenn du lächelst. Con sonrisa, eres tan bonita. Warum hast du denn seine Pumpe nicht mitgenommen? Sollen wir die nicht lieber hier lassen? Ah, gar kein Problem, Senor Palm. Das kostet sie nicht einen Pfennig extra. Ist alles schon in unserer niedrigen Frachtrate mit drin. Hör doch auf mit dem Quatsch. Was machen wir denn jetzt damit? Das ist dein Problem. Ich fliege schon mal los. Signal bekommen von Senor Hofmeister. Werfen Sie die Kiste ab. Ich? Da sind 200 Menschen in Gefahr. Nun reißen Sie sich mal zusammen, Herr Palm. Die Vakuumpumpe. Thank you.
denn los? Was? Hör auf, ich gehe da runter. Yo lo hago. No, si a ti te pasa algo, yo no puedo llevar el camión. Oye, no se trata de ser cortés ahora. Sino 200 personas en San Pedro, ¿qué? Gut. Hast recht, ich kann mich auch besser festhalten. Aber con cuidado. Schön langsam, hä? So, fertig. Gabriela! Vamos, tira! Yo estoy bien! Brennt jetzt ein bisschen. Ach ja, klar. Das habe ich doch gleich vergessen, Frau Doktor. Mal. Hier. Hey. Esto es mucho más grave. Sie, hört ihr mich? Gerd, ich schaff das nicht ohne Reparaturanleitung. Gibt's da nicht irgendeine Möglichkeit? Kennt sich einer von euch mit Kühlanlagen aus? Ja, warum zahlen wir denn 30.000 Mark im Monat für eine Satellitenstandleitung nach Garching? Richtig. Günther, bleiben Sie dran. Der Ingenieur Hinterlimmer.
Kennen Sie sie vielleicht mit der Kühlanlage Kelvin C33 aus? Ja, als Fabrikat. Warum? Ihr verarscht mich doch nicht, oder? Nein. Da will einer wirklich in Chile seine alte Kelvin reparieren. Wie soll denn das gehen? Das ist kein Problem. Wir haben eine Direktschaltung in unserer Sternwarte La Silla und die gehen weiter auf CB-Band. Aha. Da nicht? Ja. Hallo! Hier spricht Alois Hinterlimmer. Jetzt haltst die Feder mit dem linken Daumen fest und drehst das Ventil zur Hälfte rein. Hast du es? Ja, hab ich. Und jetzt nimmst deinen Schraubenzieher. Ja, weiter. Siehst den roten Draht? Ja. Den auf keinen Fall anlangen. Sonst schmort er die ganze Elektrik durch. Der kommt am Schluss dran. Jetzt nimmst den gelben Draht, schließt ihn an die grüne Klemme an. Den blauen links daneben. So. Und jetzt den roten ganz vorsichtig in die kleine rote Öffnung unten am Relais. Abdeckung drauf. Fertig. Funciona? Sie? Funciona? Und klappt's? Ja, es klappt! Hervorragend! Sag einmal, das ist gleich mal meine Spätzle nie, dass ich heute Nacht in Chile eine Kühlanlage repariert habe. Lassen Sie mich los. Hofmeister, dafür werden Sie mir aufkommen. Das wird ganz schön teuer für Sie werden. Herr Palm, wir waren besten Willens. Was Sie dann letztlich mit Ihrer Pumpe machen, das ist nicht unsere Sache. Für uns ist der Fall erledigt. Die Luftfrachtkosten allerdings gehen zulasten der Spedition. Kulanz. Und übrigens, das mit den verbilligten Frachtraten, das schlagen Sie sich auch ganz schnell wieder aus dem Kopf. Die Werbewochen sind hiermit beendet. Was ist hier? Donde está la caja? Die Kiste. Ah ja, die gehört ihm da. La bomba es suya? Ja, natürlich gehört mir. War das meine Pumpe, aber sicher. Die Männer, was geht hier vor? Was soll das? Sie hören von mir. Was guckst du mich so an? Ich kann mir die Kundschaft auch nicht aussuchen. Gabriela, jetzt gut festhalten. Agárrate muy bien.
carpa. Formen una callejuela. Dirigen el camión hacia la carpa y afirmen bien las estacas. Por fin, todo está preparado. Puede comenzar enseguida. Gabriela de Alvarez, Rebecca Marte, Nummer 65, Santiago. Unsere Reisegruppe ist noch nicht vollzählig. Is affirmed. Charlie Oscar. Na komm, altes Mädchen. Wir beide werden das so schaffen, was? Na, das sieht doch schon ganz prima aus. Und jetzt wieder rein damit. Ich habe ihn gerade rausgekriegt. Zum Reparieren. Ja, aber Herr Palm hat schon wieder angerufen. Herr Palm. Ich habe ihm gesagt, du bist unterwegs.
Paco hat eben vom Flughafen angerufen. Er ist gelandet. Er hat die Pumpe dabei. Ja, und jetzt? Und jetzt und jetzt? Willst du hier etwa weitermachen? Also Günther, entschuldige bitte mal. Es war abgemacht, dass ich als kaufmännischer Leiter der Firma fungiere und du als technischer Direktor. Technischer Direktor. Da liegt dein Werk, du Kaufmann. Fährt 100 Kilometer zu einer Samba-Party. Ohne Kühlwasser. Wieso ohne Kühlwasser? War da noch genug drin? Ja, eine ganze Tasse voll. Du wusstest doch, dass der Kühler undicht ist. Günther, das war eine wichtige Dienstfahrt. Ah, du wolltest auf die Fete, sonst nichts. Ja, natürlich. Alle wichtigen Unternehmer der Region waren auf dem Fest. Akquisition nennt man das in der Betriebswirtschaft. Frauen aufreißen, nennen wir das im Transportwesen. Entschuldigen Sie, meine Herren. Mein Name ist Palm. Ich komme wegen der Pumpe. Ah, Herr Ingenieur. Siegfried von Hofmeister, wir haben zusammen telefoniert. Nett, dass Sie selber mal vorbeischauen. Ja, das übrigens ist Herr Villers, Ihr Fahrer. Ich denke, der ist unterwegs. Gestern Abend sollte die Pumpe per Luftfracht kommen. Ist ja auch da, Herr Palm, ist ja auch da. Nur die Zollformalitäten, Sie verstehen. Herr von Hofmeister, ich mache Sie darauf aufmerksam, dass wir wegen des Wassereintritts die Ausschachtungsarbeiten nicht fortsetzen können. Ich habe mich da auf Sie verlassen. Jede Stunde kostet uns Geld, viel Geld. Und dafür stehen Sie mir gerade, Herr von Hofmeister, falls es zum Prozess kommt. Ja, was steht denn da noch rum? Herr Villers hat gerade den Kühlwagen hergerichtet. Transport- und witterungsfest, Sie verstehen. Alles Service, Herr Palm, alles Service. Überhaupt kann ich Ihnen im Rahmen unserer Werbewochen Frachtraten anbieten, von denen Sie nur träumen können. Vielleicht wollen Sie schon mal vorgehen in die Officina. Ich komme gleich. Achtung. Günther, du musst den Kühlwagen nehmen. Natürlich, ich bin ja nur der Fahrer. Günther, bitte. Mensch, das dauert Stunden, bis diese Vakuumpumpe durch den Zoll ist. Bis dahin habe ich die Karre hier fertig. Wieso denn Zoll? Die kommt doch aus Argentinien, oder was? Ja. Nein. Naja, mehr oder weniger. Wie nur? Wat nur? Du willst du nicht etwa das Ding hier reinschmuggeln? Also am besten, du holst sie selber ab. Das würde ich lieben gerne tun, nur ich darf nicht. Was soll das denn, Olivia? Ja, du bist der Empfänger. Wie bitte? Na, schließlich bist du der Chef von dem Ganzen hier. Schließlich? Pass mal auf, ich lasse den ganzen Auftrag sausen. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Der Ingenieur ist ein Goldfisch und den habe ich an der Angel. Herr von Hausmeister, ich habe meine Zeit nicht gestohlen. Ich muss jetzt da rein. Ja, ja. Der Kühler ist eingebaut, wenn ich wieder zurück bin, ne? Carlos! Du musst ihn auch noch in Schutz nehmen. Akquisitionsgespräch, so ein Quatsch. Was hat er denn akquiriert bisher? Die Firma ist gerade mal 6 Monate alt. Du musst ihn ein bisschen Zeit lassen. Wenn ich dem Samba-Tänzer noch mehr Zeit lasse, dann wird die Firma auch nicht viel älter. Jetzt übertreibst du, Günther. Ist doch wahr. Guck den Laden doch an. 1,5 Lastwagen und kaufmännischer Leiter, die man keine Minute allein lassen kann. Meine Fresse. Da kann man nur hoffen, dass ein zweiter Krankenwagen hinterher fährt. Der würde bestimmt alles dran setzen, den ersten Krankenwagen zu überholen. Ja, ich kenne auch meine Landsleute. Weißt du eigentlich, was der Sigi da wieder getrickst hat? Mit dem Palm? Er sagt, die Pumpe ist als Inlandsfracht deklariert. Und da könnte überhaupt nichts passieren. La caja me la tengo que llevar a mí. No, señor. Sí, por momento, señor. Escúcheme. Los papeles primero. Los boletos. 3.000 kilómetros para traerla para acá. La necesita, no quiere. No, no puede traer la caja. No, señor. Sus papeles. No, no, no. La caja es mía. Lo cierto, señores. La caja se tiene que quedar. Sí. Menschenskinder. Hoffentlich liegt da keiner drin. ¿Qué pasó? ¿Podemos ayudar algo? Es
una tragedia. En el vehículo se encuentran unidades de sangre para salvar a 200 heridos de San Pedro. Seguro que has escuchado de las gracias en la mina. Nicht so schnell. Was ist los? 200 Verletzte, Blutkonserven. Außer dem Fahrer sehe ich hier niemanden. Die Blutkonserven müssen dringend nach San Pedro, wo das Minenunglück war. Haben wir doch im Radio gehört. Mehr als 200 Verletzte. Oh. Vamos de prisa. Póngalo todo aquí dentro. Tenemos suerte. Es un camión frigorífico. Hör zu, der Wagen ist requiriert und der Polizist meint, du könntest ihn doch fahren. Natürlich fahre ich ihn, aber wer holt jetzt die Pumpe ab? Er sagt, darum kümmert sich die Polizei. Ich fahre da natürlich mit. Und hör zu, das Blut muss zwischen 2 und 8 Grad gehalten werden, sonst geht's kaputt. Alles klar, und wie komme ich zum Unglücksort? In 40 Kilometern wartet die Polizei, die eskortieren dich nach San Pedro. Okay, na, dann also mach's gut. Was wollen Sie denn hier? Tengo que acompañarle, soy médico. Ach so, klar, ja. Ich muss mal eben in der Firma Bescheid sagen. Una noticia para mi socio, ¿entiende? Sí, sí, usted habla muy bien español. Ja, es geht. Un poco, sí. Sigi, hallo, Sigi, kommen. Sigi, verdammt doch mal. Wenn wir schon so ein Ding haben, musst du auch Stahlbarre schieben. Sigi, geh mal ran. No contestan. Ja, Günther, da bin ich. Was ist? Hör mal, du musst so mit einem Ohr an dem Ding hängen, sonst ist das für die Katz. Jetzt hör zu, ich musste mit dem Kühlwagen einspringen, um Blutkonserven zu transportieren. Ein großes Minenunglück in San Pedro. Aber für die Pumpe wird bestens gesorgt. Carlos erklärt dann alles, klar? Ende und over. Así es la vida. Supongo que sí. Pero yo no entiendo ni una palabra. Natürlich verstehen Sie da nichts. No hablo un poco alemán. Nada. Mi nombre es Villas. Günther Villas. Und Sie, usted? De Álvarez, Gabriela. Encantada. Encantado. Oiga, ¿no podríamos ir un poco más rápido? ¿Más rápido? Nee, mit dem Typ hier geht das nicht schneller. Hat seine 30 Tonnen. Tiene 30 Toneladas. Ja, Gott wissen. Oiga, pero qué hace? Es todo derecho. Sigi, bitte komm, aber schnell, over. Na bitte. Und jetzt? Ich verstehe das nicht. Sigi, melde dich. Geh ran, verflucht nochmal.
Wir müssen die Strecke hier verlassen und durch die Berge. Da können wir uns nicht mehr erreichen. So, Mädel, jetzt hören wir mal gut zu. Du greifst mir nicht ins Steuer. Ich greife dir auch nicht in deine Arbeit. Unsere Kühlanlage ist kaputt. Die Kühlanlage... Verdammt, es da rotto, entiende? Die Air Condition. Sí, pero la escolta policial nos espera en esa dirección y no a través de las montañas. Wir müssen in die Montañas. Wir müssen Schnee oder Gletscher finden. Necesitamos nieve o Gletscher eben. Para sangre fría. Comprende? Einzige Chance. Hier unten fängt das Blutbad an zu kochen. Also, vamos. ¿Qué ancho tiene el camión? Pero el letrero decía que... Sí, ich weiß, ich weiß. Hora de esperar. Se lo advirtió el policía. Luego el letrero. ¿Se acabó? Es culpa suya. Durch. Ja, pasamos. Ahora estás muy orgulloso de ti mismo, ¿eh? Doch. Ein bisschen stolz bin ich schon auf mich. Qué mucho. No, señor, la caja se va para afuera. Mire, señor policía, ya le dije, la caja se queda, señor. La caja se va. La ley es la ley, señor. ¿Qué ley? ¿Qué ley, señor? Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible eso usted? ¿Qué se habrá creído? Oiga, pero es imposible. Imposible, señor. Esto también. Pero, permiso, señor. Pero ¿cómo? ¿Qué está haciendo usted? Oiga. Tome, señor. Permiso. Oiga, pero... Gracias. Que no me vaya bien. Tja, Herr Palm. Sind das nun Angebote oder nicht? Naja, ich weiß nicht so recht. Sagen Sie mal, bei diesen Frachtraten, die Sie da haben, kann man denn da überhaupt noch was verdienen? Naja, also bei jedem kann ich das natürlich nicht machen. Aber Sie, Herr Palm, hatten durch ein paar unglückliche Umstände sozusagen, naja, ein paar Schwierigkeiten. Und außerdem unter Landsleuten. Entschuldigung, ich bin Chilene, in der dritten Generation. Ah, verstehe. Alte Pionierfamilie. Nein, mein Großvater war Opernsänger. Ist hier hängen geblieben. Tja, wie das Leben eben manchmal so spielt, nicht? Tja. Sagen Sie mal, Herr von Hofmeister, wo bleibt denn nun meine Pumpe? Ich glaube, ich höre gerade das Geräusch unseres Spezialtransporters. Mhm. Das wurde doch langsam Zeit. Da ist ja meine Pumpe. Die Polizei! Ah. Thank you.
Senior Hofmeister? Nein, ich meine ja schon, aber die Kiste da ist nicht für mich, sondern für Herrn Villers. Martiani Hins Hemd hat sie für uns durch den Zoll gebracht. Sehr lobenswert. Wie Sie sehen können, haben wir auch ganz ausgezeichnete Beziehungen zu den örtlichen Behörden. Ja, und wo ist Villers? Keine Ahnung. Como funciona? Para hablar, para escuchar. Hola. Nos encontramos a 1800 metros de altura. Dass wir kein Glück mehr haben. Die Berge. Las montañas. Está cerrado. Aquí no funciona. No funciona. Lástima. Ach du Scheiße. Dem Flugzeug? Das ist doch Wahnsinn. Na, ich lasse Sie doch nicht hängen, Herr Palm. Kostet Sie auch keinen Pfennig extra. Wenn Herr Willers die Pumpe nicht fahren kann, dann wird sie halt geflogen. Aber Sie werden doch noch andere Lastwagen haben. Ja, natürlich. Aber wie heißt es doch so schön? Ohne Bewegung keine Hast du Verpflegung. Gehört, was Sigi dem Mann für Frachtraten versprochen hat? Der spinnt doch total. Da zahlen wir drauf. Ach, Willer wird das schon regeln. Das ist doch sowieso alles Wahnsinn, dieses ganze großspurige Getue. Aber selbstverständlich, Senior Palm. Dann transportieren wir die Pumpe mit dem Flugzeug. Ach, scheiße. Und wenn es an der Baustelle nun gar keinen Landeplatz gibt? Na, dann machen wir einen Fallschirm an das Ding und werfen die Pumpe ab. Gar kein Problem. Has hecho. Míralo bien. Ahora sí que no saldremos nunca de aquí. ¿Por qué te habré hecho caso? ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Otra tontería? Ya no importa.